Guten Morgen. Es ist Montag, der 2. März und wir sind in Funchal. Liegen hier mittlerweile im Hafen seit einer Stunde ungefähr und werden nachher einmal hier rumlaufen nach da oben, da wo Casino steht. Da werden wir hinlaufen und werden von da aus dann mit einem Jeep abgeholt. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde gemütlich frühstücken. Und dann, wenn wir darüber laufen, dann melde ich mich gleich nochmal. And all I feel is blue. In Funchal sind wir in diesen super geilen Humvee eingestiegen und sind dann on-road und später off-road in die Berge gefahren. Und ja, seht selbst, hat uns irren Spaß gebracht. So, erste Station erreicht. Wir sind hier in einem wunderschönen, alten, historischen Fischerort. Ich ziehe hier mal einfach so ein bisschen rüber. Ein netter, belebter, alter Ort, wo es echt Spaß bringt zu sein. Aber wir wollten ja weiter, also wieder ab in den Jeep und ab in die Berge. Ich glaube, jetzt wird es gleich noch ein bisschen steiler werden. Ja. Oh, da kommt auch noch was von vorne. Okay, dann müssen wir, glaube ich, ein Stückchen zurücksetzen. Ach so, Motorradfahrer, der passt auch noch, glaube ich. Machen wir kurz hupen und ab um die Ecke weg ist er. So, dann können wir jetzt da mal den kleinen steilen Weg hochfahren. Thank you.
ist ja eine richtig schmale Straße. Ne? Stell dir jetzt mal vor, es kommt auch noch einer von vorne und will da durch. Und dann? Meistens passiert sowas ja auch, wenn man sowas sagt. Ah, ich glaube, wir haben Glück. Kommt doch keiner von vorne. Na, super. Dann fahren wir mal weiter. Aber ist das nicht super eng hier? Wahnsinn. Und der Driver, unser Guide, fährt da einfach so hoch. Das sieht jetzt gar nicht so steil aus. Ich möchte diese Straße aber nicht hochlaufen müssen. Ist echt, echt steil da. Wahnsinn. Wie die Leute da wohl so wohnen. Also, Wahnsinn. Jetzt kommt ja doch noch einer von vorne. Aber die Leute sind da echt super nett. Der fährt eben schnell zur Seite. Wir kommen durch. Wir können warten. Wahnsinn. Ich kann nur sagen, ich werde unten in die Description Box den Guide eintragen. Seid ihr auf Madeira, fahrt bei denen diese Tour. Es war so, so toll. So, unser Driver hat uns jetzt hier in eins der Täler gebracht, hat uns hier oben abgesetzt und wir laufen jetzt hier einmal durch das Anbaugebiet fürs Gemüse durch. Jajuk und ich, Jajuk ist schon ein Stückchen vorgelaufen, hat gerade ein kleines Video gedreht für ihren Channel und ist das nicht eine tolle Location hier? Wie tief das da runter geht, erinnert mich echt so ein bisschen an die Inseln in Indonesien, wo wir unterwegs waren. So, ich laufe jetzt mal weiter. Ich habe jetzt da mit Absicht mal nicht reingequatscht. Ich wollte euch nur mal zeigen, was für eine himmlische Ruhe dort ist. So, wir sind jetzt den Pfad zu Ende gelaufen und springen wieder in den Jeep. Versucht eine kleine Safari zu starten und stürzt gleich. Wir sind jetzt hier am Nonnental, aber ich habe eben ja schon ein bisschen was gezeigt. Wir stehen jetzt im Geländewagen, fahren Offroad, das ist der erste Teil, den wir Offroad fahren, zu einem neuen Aussichtspunkt in den Bergen.
1000 Meters. Okay. I've got that winter dying. There's a lot of fires because of the eucalyptus now. Do you know why Madeira has the name Madeira? Do you know why the name is come from? No. From the woods. Okay. The wood means Madeira. When you discover Madeira, it's so dark of trees, of wood, that's why I put Wood Island, Madeira Island. Okay. Okay. Es ist ein wunderschöner, ruhiger Ort hier, der mich sofort animiert, wandern zu gehen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie dieser Ort hier heißt. Wir sind von hier aus dann wieder Offroad gefahren, sind zu einer Cantina gefahren, haben dort Wein probiert und auch ein bisschen was gekauft und sind von da aus dann zur höchsten Klippe Europas gefahren. So, wir gehen jetzt zur höchsten Klippe Europas und schauen uns das mal an. Mal sehen, wie geil das hier jetzt wird. Das ist also die höchste Klippe Europas, 530 Meter hoch. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück nach Funchal. Adieu, geliebter Geländewagen. Schade, die Halbtagestour ist leider zu Ende. Und schwupp geht es über den kleinen Weg wieder zurück zum Schiff. Das war's. So, jetzt sind wir wieder zurück von unserer Tour und sind wieder an Bord der Nova, haben eine wunderbare, geile Tour hinter uns gebracht, die echt irren Spaß gemacht hat. Wir waren ja noch zu zweit in diesem super geilen Geländewagen, haben ganz viele Offroad-Touren gemacht, die ich alle gar nicht zeigen kann, weil das schon ziemlich heftig ist, wie man sich da auch im Endeffekt im Wagen festhalten muss. Im Grunde hätte ich da eine GoPro am Helm haben müssen oder so, um die ganzen Wege zeigen zu können. Wir sind auf dem Aussichtsplattform gewesen, 530 Meter hoch, über Null kann man da ja auch wunderbar sehen. Und dann sind wir halt mal eben schnell über die Autobahn hier wieder zurückgejumpt damit. Aber ja, war toll, hat richtig Spaß gemacht, war richtig, richtig geil. Ich werde unten in die Kommentare den Namen von dem Guide eintragen, seine E-Mail-Adresse. Und dann kann man ihn auch selber anschreiben. Auf meiner Homepage fgth.eu werde ich dazu auch einen Eintrag machen. Und mal sehen, vielleicht schreibe ich auch noch einen netten kleinen Artikel darüber. Ja, soweit erstmal. Jetzt warte ich darauf, dass Jajuk wieder da ist und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. So, meine Lieben, das war dann heute ein wunderschöner Tag auf Madeira. Hier der letzte Blick auf Funchal bei der Ausfahrt aus dem Hafen. Ich habe ja gerade eben noch die Timelapse gesehen. Ja, das war dann der 2. Februar
Stimmt gar nicht, der 2. März. Wir ist jetzt nach 23 Uhr. Wir werden jetzt doch nochmal kurz irgendwie in irgendeine Bar gehen und vielleicht noch ein bisschen feiern. Und dann melde ich mich morgen früh wieder. Bis dann, gute Nacht und ciao.